Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Wir haben heute zwei richtig coole Autos da, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollten. Und ich würde sagen, holt euch erstmal kurz selber ein Auge. Mir, wenn wir jetzt beide Autos mal da haben, also einmal den E60 M5 mit dem legendären V10 Motor und das passende Gegenstück dazu, der B5, einmal da haben. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so oft, dass man wirklich mal beide Autos da hat und beide so schön nebeneinander stellen kann. Dachten wir uns, wir enthalten euch das natürlich nicht vor, sondern zeigen euch beide Autos. Das sind übrigens auch wieder beides Japan-Autos. Aber darum geht es in diesem Video nicht. Das haben wir, denke ich, alles gut und ausführlich im E46-Video erklärt. Max nickt schon. Und ja, ich wollte euch gerne halt die Autos vorstellen, weil ich feiere die mega. Ich finde die ziemlich emotional, gerade hier den V10-Motor. Und deswegen dachte ich, ich stelle sie euch einfach vor. BMW E60 M5 in Alpin Weiß. Das Auto ist in einem mega, mega krassen Zustand. Ich würde euch mal zeigen, guckt euch mal bitte an, hier sind gar keine Steinschläge im Lack. Gut, vielleicht, ja okay, einer. Ja, aber der ist in Deutschland entstanden. Der ist in Deutschland entstanden. Mhm. Okay, weil sonst muss ich echt sagen, die Japan-Importfahrzeuge, könnt ihr euch auch die Scheinwerfer ansehen, die haben so gut wie gar keine Steinschläge. Also echt brutalst geil der Lack. Auch Stoßstange oder Windschutzscheibe ist ja auch gerne mal übersät mit Steinschlägen, aber die sind echt. Und das Einzige, was jetzt ist, ist die Spiegelkappe. Ich glaube, die war beim Abladen, ist die euch kaputt gegangen, oder? Nee, das ist auf dem Schiff passiert. Das ist ein Versicherungsfall. Da kommt neu. Ist eine neue beim Lackierer, genau. Ja, aber sonst, ich meine, guckt den euch mal an. Das ist schon geil. Ich feiere gerade die älteren Modelle sowieso. Der ist jetzt Baujahr 2005. Aber schaut euch mal bitte an, wie gut die Ledersitze gerade noch hier am Einstieg auf dem Fahrersitz, wie gut es noch ausschaut und wie griffig das ist. Also tipptopp, der hat jetzt, ich glaube 109 hat er jetzt runter. Können wir gleich mal gucken. 102. Wieder unsere japanische Begrüßung. Da hat übrigens jemand unter das Video geschrieben, das ist wie so ein Kartenlesegerät, das ist glaube ich für die Maut oder so. Was steckt hier da unten rechts. Ja. Das kann man noch abschließen, wenn man möchte. SMG haben wir hier drin, sequenziell manuelles Getriebe, heißt wir haben keine Kupplung. Die Kupplung betätigt für euch einen Stellmotor und durch die Hydraulik wird dann halt der Gang eingelegt. Hydraulik funktioniert über so einen Hydraulikmotor, der hat so Druckspeicher und viele Schaltventile und dadurch legt er dann halt für euch den Gang ein. Ich wollte noch die Motorhaube aufmachen und euch mal zeigen, wie krass der Motorraum von dem Auto ausschaut. Boom, 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 boom. Schaut aus wie neu, oder? Schaut aus, als wäre der gerade vom Band gelaufen. Wie krass, oder? Also für einen unaufbereiteten Zustand ist es auf jeden Fall top, ja. Unglaublich. Jetzt haben wir ein Problem. Wir warten mal kurz. Da brauchst du nicht warten, weil der will hier umwenden. Weiß ich, glaube, der bleibt davon stehen. Ah! Hier haben wir unseren V10 Sauger Hochdrehzahlmotor. Der hat 507 PS mit 520 Newtonmeter. Also da geht einiges. Wir werden uns den nachher auch noch anhören, denn die klingen dezent geil.
Ich finde, mit dem Original, mit der originalen Abgasanlage ist schon geil, aber da gibt es noch einige Abgasanlagen von anderen Herstellern. Da denkst du, jetzt ist kompletter Weltuntergang und es fällt komplett alles zusammen. Ich glaube, das hat sie gereimt. Und der S85 ist auch das Vorgängermodell vom S65 Motor, also von dem Motor, der im E92 M3 drin ist. Fehlen dann halt nur zwei Zylinder. Aber ich glaube auch, der S85 war, glaube ich, auch der erste und der einzige V10, das müsste Max wissen vielleicht, der in einem BMW-Modell drin vorkam. Ist ein geiler Motor. Fährt sich auch richtig geil. Ich durfte ihn schon fahren. Ist schon nice. Was jetzt bei dem auch schön zu sehen ist, jetzt gerade so die Dichtung, was wir jetzt beim E46 M3 hatten, die so extrem spröde waren, die sind halt hier echt noch 1A. Es sieht wirklich aus, als wäre dieses Auto gerade vom Band gelaufen, hinten die Rücksitzbank. Max, was sagst du zu dem Zustand? Da kann man eigentlich nicht viel sagen, oder? Das ist brutal. Ja, gerade von unten ist ja die Hölle, das Ding. Also. Ja, vielleicht kann ich euch den noch von unten zeigen. Das Problem ist, unsere Hebebühne ist gerade besetzt. Und gerade jetzt so, was die Achsen, das Differential und gerade Max hat die Endschalldämpfer mal poliert. Das glaubt ihr nicht, wie das ausschaut. Ich hoffe, ich kann euch das noch mal von unten zeigen. Ansonsten bocke ich mal fix auf, dass ihr euch das mal anschauen könnt, weil das ist richtig brutal. Also der Zustand ist wirklich geil. Hier haben wir noch die kleine Aussparung für das japanische Kennzeichen, aber so wie der M5 dasteht, da kann man nicht meckern. Das ist ein echt richtig schönes Auto. Ja, wir haben ja noch einen zweiten im Bunde und den möchte ich euch auch gerne noch vorstellen. Der ist jetzt in einem guten Zustand, aber jetzt sage ich mal nicht so gut. Also gute Substanz, ja, aber hat ein paar Schönheitsfehler, sagen wir es mal so. Also so ein paar Sachen jetzt gerade so für die Liebhaber, ich denke, die gehören noch gemacht. Ich meine, ich weiß, dass Max da extrem viel Wert drauf legt. Ich glaube, der würde als allererstes die Alpina-Embleme ihm neu besorgen und drauf machen. Also der ist, glaube ich, schon verkauft und derjenige, der den gekauft hat, der möchte ihn quasi so, wie jetzt dasteht und möchte dann halt alles selber machen. Ist natürlich dann auch immer eine Preisfrage, aber kann ich auch verstehen. Ich habe auch mehr Bock, so ein Auto herzurichten. Halt, ja. Aber sonst steht der auch richtig, richtig gut da. 20 Zoll Alpina-Felgen. Die sind, glaube ich, auf der einen Seite auch ein bisschen angefahren. Ja. Auf der hier. Alpina-Dekor hat er auch dran. Auch hier nochmal von hinten mit dem Doppelrohr Endschalldämpfer. Schaut schon geil aus. Ist jetzt natürlich im Vergleich. Da hast du 4 Endrohre, hier 2. Ich finde beide Versionen geil. Also ich finde beide Ärsche sexy. Der Alpina ist halt irgendwie so ein Zahnarzt-Doktor. Understatement-Teil, ja. Ne? Und wenn du überlegst, also das, was ich nicht so geil finde, ist hier so der Heckbürzel, das passt auf einen 5er irgendwie gar nicht. Hat zwar der M5 auch, aber irgendwie dezenter. Ich würde wahrscheinlich den Spoiler noch runter machen und die Scheiben wieder normal und dann richtig geil. Gucken wir uns den auf jeden Fall auch noch von innen an, wie der von innen ausschaut. Aber ich finde die japanischen Autos, also gerade jetzt die beiden, sehen echt richtig top gepflegt aus. Also da kann man wirklich, da kann man nicht meckern. Ultra penibel gepflegt halt. Ja, so. Auch wieder hier die Dichtung, alles. Also ich bin da echt am überlegen, ob ich mir auch einen. Sogar die Fußmatten, die sind aus Japan noch. Aber auch hier wieder der Einstieg. Ich glaube, der hat aber schon 170.000 oder 180.000. Ich glaube 150 hat der. Ah, 160. Ja, 160. Aber sonst auch vom Innen. Ich meine jetzt, das ist wieder Geschmackssache jetzt mit dem Holz. Gefällt mir jetzt nicht so gut, aber. Die typisch Alpina halt, ne? Ja, das ist so ein bisschen. Damals hatten die das so. Ja, das ist aber. Ich find's geil. Das ist total oldschool. Ja. Also mein Geschmack wäre es jetzt nicht, aber Geschmäcker sind ja verschieden. Und guck mal, was der so schönes unter der Haube hat. M52. Ta-ta-ta-ta. Das ist ein Compressor. Ja. Ja. Wie soll man das sagen? Streiten sich da die Geister? Also ich habe gelesen, das ist so eine Mischung aus Kompressor und Turbo. Aber eigentlich, wir haben ja gestern auch noch mal drüber geredet, ist es ja eigentlich ein Kompressor, weil er wird ja über den Riemen, der durch die Kurbelwelle angetrieben wird. ASA stellt ja bekanntlich Kompressorsysteme auch für andere Vertriebler her. Er funktioniert ja eigentlich auch fast wie ein Turbo. Außer halt, dass der, wie gesagt, durch einen Riemen angetrieben wird, der an der Kurbelwelle ist.
Der verdichtet auch die Luft und bringt sie in die Brennräume. Und der hat 500 PS und 700 Newtonmeter. Und ja, hier steht ja auch nochmal drauf, B5 supercharged. Also ich würde echt mal gerne beide gegeneinander fahren lassen, aber wir haben, der macht's Rennen. Naja, also ich glaube, das ist echt interessant, aber man darf ja in Deutschland nicht einfach so Autos vergleichen, weil man gleich an die Wand gestellt wird. Ja, aber wir haben ja jetzt einen Flugplatz, aber wir haben keine zwei roten Nummernschilder, naja. Das ist blöd. Also ich glaube, bis 200 und ein paar zerquetschte macht der Alpina das Rennen, einfach wegen dem Drehmoment. Und dann kommt der Hubraum. Ja, 5 Liter V10, ne? Ja, hier haben wir übrigens 4,4 Liter, habe ich vergessen zu sagen. Was bestimmt bei dem Kompressor, sage ich mal, geiler ist als vielleicht beim Turbo. Du hast halt hier das Turboloch nicht, weil die Kurbelwelle dreht sich ja auch die ganze Zeit. Also du hast bestimmt auch hier in den unteren Drehzahlbereichen halt auch schon Druck. Ist ein geiles System. Ist halt bloß die Frage, ist es... Bei dem hast du wahrscheinlich das Problem, sage ich mal, mit dem Lara-Schein beim M5. Was meinst du, was bei dem jetzt so Probleme sein könnten? Naja, die Basis von dem Block ist ja auch nicht so die berühmteste und beste gewesen von BMW. Also die haben auch Kolbenringe, Ventilschaftdichtung, Zylinderköpfe. Es züft an alle Ecken und Enden. Irgendwann verbrennt er dann Öl. Also der Alpina-Motor ist nochmal ein bisschen besser, aber so die Basis von sich ist ja BMW. Mhm. Also aus dem 540i. Und ist jetzt nichts, was ich mir auf jeden Fall kaufen würde. Aber dann doch lieber den, aber das auch bestimmt mit Lagerschalen wechseln auch geil. Ja, das macht Bock auf jeden Fall. Lagerschalen, Warnus, Hochdruckleitung. Ja. Das sind so Dinge, die gerne... Also ist der wahrscheinlich wartungs... Ich glaube, keiner von beiden ist wartungsfreundlich. Okay, dann das lassen wir. Es sind für einfach, den brauchst du halt eine Tankstelle. Es sind einfach Autos. Und für den brauchst du zwei Tankstellen. Mit dem du Spaß haben kannst. Ja. Ja. Ist, warum kauft man sich sowas? Kraft durch, kommt durch Kraftstoff. Kraft durch Kompression. Oder so. Dass ihr auf jeden Fall mal reinhören könnt, wie sich beide anhören. Welchen fandet ihr jetzt vom Klang her besser? Den B5 oder den M5? Das können wir auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare schreiben. Also ich fand der hier, also der B5, der faucht schon ein bisschen. Also durch den Kompressor, es hört sich halt so... Und ich finde, der M5 hört sich halt in den oberen Drehzahlen so kreischend an. Also es erinnert mich ein bisschen an E46 M3, weil die kreischen ja, fangen ja dann auch so an zu kreischen. Ich finde, da kriegst du... Also ich krieg da übelst Gänsehaut und finde den Klang einfach... mega geil. Aber ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, welchen ihr vom Klangbild her am besten fandet oder welcher euch vielleicht optisch besser gefällt oder für welchen ihr euch entscheiden würdet. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir können die Autos leider nicht auf der normalen Straße bewegen, also könnten theoretisch schon, aber wir wollen es nicht, weil die haben bei uns schon extrem mit Salz gestreut und die sehen von unten halt so krass aus, als wollen wir den Autos nicht antun. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Das hören wir auf jeden Fall nach, versprochen. Also wahrscheinlich nicht mit den beiden Autos, weil die schon dann weg sind, aber es kommen ja immer wieder welche und da holen wir das auf jeden Fall nach. Ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht für übel. Ja, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir auf jeden Fall wieder einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut!